بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alayhi wa sallam. Wir fahren fort mit dem Buch Taysirul Latif al-Mannan fi Khulasati Tafsir al-Quran von Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Wir befinden uns im Kapitel über den Handel, über das Verkaufen und über die verschiedenen Arten von Geschäften. Der Autor, nachdem er einige Verse erwähnte, über allgemeine Bedeutungen des Kaufen bzw. Verkaufens, begann er mit der Erwähnung der wichtigen nützlichen Sachverhalte, die man aus diesen Versen entnimmt. Das erste, worauf der Autor aufmerksam machte, war die Grundlage im Verkaufen. Und das ist was? Das erlaubt ist. Das ist die Grundlage. Worauf er danach noch ein paar Beispiele des erlaubten Handels erwähnte und sagte, dass dieses Erlaubtsein alle Arten von Produkten umfasst, wenn die Bedingung dabei erfüllt ist. Was ist eine Hauptbedingung beim Handel? Die Zufriedenheit beider Parteien. Der Käufer sowie der Verkäufer müssen was? Zufrieden sein. Von den Produkten aus ist die Grundlage was? Dass alles erlaubt ist, zu verkaufen oder zu kaufen. Von der Art und Weise, wie man verkauft oder verkauft, ist die Grundlage ebenfalls, dass alles erlaubt ist. Das ist die Grundlage. Außer was? Die Arten von Geschäften und die Produkte, die man nicht verkaufen darf, weil Allah sie verboten hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deshalb sprach der Autor als nächster Punkt über die größten Verbote, die die Gültigkeit dieser Geschäfte, dieser Handelsgeschäfte verhindert. Und diese Dinge wurden nur verboten wegen ihrem Schaden, den sie verursachen. Wir haben gesagt, allgemein, warum wurde der Handel erlaubt? Weil es einen Nutzen für die Diener hat. Und weil sie somit ihren Interessen und ihren Bedürfnissen nachgehen und diese erfüllen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala verbat einige Dinge aufgrund ihres Schadens. Er sagte, rahimahullah, وَأَعْظَمُ الْمَحَاذِيرِ الْمَانِعَةِ مِنْ صِحَّةِ الْمُعَامَلَاتِ الْرِبَى وَالْغَرَرِ وَالْظُلْمِ. Die größten Verbote, die die Gültigkeit dieser Geschäfte verhindern, sind der Zins, Al-Riba, und Al-Gharar, die Unkenntnis, dass etwas unbekannt ist, und die Ungerechtigkeit, Al-Dhulm. Das heißt, wenn eines dieser drei Verbote in einem Handel vorhanden sein sollte, dann wird dieser Handel verboten und wird aus der Grundlage ausgeschlossen. Der Autor sprach danach über Al-Riba. Über was? Al-Riba. Er sagte, فَالْرِبَا أَلَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَدْخُلُ فِيهِ. Er sagte, Al-Riba, welches mit Zins übersetzt wird, welcher Allah und sein Gesandter verbaten, dies enthält.
Was enthält Ar-Riba? Jetzt erwähnt der Autor, rahimahullah, zwei Arten von Ar-Riba. Zwei Arten von Zins. Er sagte Riba al-Fadl und Riba al-Nasi'a. Riba al-Fadl kann man übersetzen mit Zins des Zusatz, bei dem was etwas hinzugefügt wird, etwas mehr ist. Und Riba al-Nasi'a ist Riba, der Zins der Verspätung, wo etwas was verspätet wird. Der Scheich sagte beim ersten Punkt Riba al-Fadl als Definition. Was bedeutet Riba al-Fadl? Der Zins des Zusatz, wo etwas hinzugefügt wird, wo etwas mehr ist. Passt gut auf und merkt euch diese Sachen. Das sind sehr wichtige Themen. Kaufen und verkaufen tun wir wie viel Mal im Monat? Oder am Tag? Was sollte ich fragen? Am Tag. Und hier wird klar, wie wichtig eine Angelegenheit ist. Wie wichtig es für den Muslim ist, etwas zu lernen, was seine Religion betrifft. Wie weiß man das? Je mehr man es tut, desto wichtiger ist es, diese Sache zu lernen. Beim Hajj macht man wie viel Mal im Leben? Mindestens einmal. Wie wichtig ist es, die Hajj zu erlernen? Sehr wichtig. Aber wann? Wenn du sie verrichten willst. Dann ist es Pflicht. Taib, Zakat geben wir wie viel Mal im Jahr? Einmal, wenn man überhaupt Zakat-pflichtig ist. Taib, wie wichtig ist es, die Zakat zu erlernen? Sehr wichtig. Aber für wen? Für den, der es erlernen muss, weil er jetzt Zakat-pflichtig ist. Wie viel Mal fasten wir im Monat, im Jahr? Einmal. Ramadan ist Pflicht. Wie wichtig ist es, Ramadan und die Regeln des Fastens zu lernen? Sehr wichtig. Aber wann? Vor dem Ramadan. Wie viel Mal beten wir am Tag? Fünfmal. Wie wichtig ist es also, das Gebet zu erlernen? Viel wichtiger, weil wir das jeden Tag fünfmal am Tag tun. Wie viel Mal müssen wir uns für das Gebet reinigen? Genauso wie wir beten. Und so lernt man was und erkennt man, wie wichtig eine Angelegenheit im Islam ist. Daher, wie viel Mal am Tag gehen wir kaufen und verkaufen? Kaufen wahrscheinlich jeden Tag. Vielleicht. Sagen wir dreimal die Woche. Ist wichtig. Und speziell, wenn jemand was ein Händler ist, mit Produkten handelt, importiert, exportiert, was auch immer. Er muss lernen. Warum? Damit er durch etwas Verbotenes, sei es Zins oder Unkenntnis oder Ungerechtigkeit, damit er seinen Handel nicht ungültig macht durch dieses Verbotene. Deshalb erklärte hier der Autor, was Riba ist. Taib, die erste Art von Riba, welche er erwähnt hat, war was? Riba al-Fadl. Was war Riba al-Fadl? Zins des Zusatz. Übersetzen wir es mal so. Taib, was ist das? Der Autor definierte jetzt Riba al-Fadl. Er sagte, وهو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلا. Er sagte, rahimahullah, Riba al-Fadl definierend, es ist der Verkauf einer Sache, die durch ein Hohlmaß gemessen wird, für eine Sache, die mit einem Hohlmaß gemessen wird, von der gleichen Art bzw. Gattung, aber ungleich. Und der Verkauf von etwas Gewogenem, yani von einer Sache, die gewogen wird,
für eine Sache, die gewogen wird von der gleichen Gattung oder von der gleichen Art, aber ungleich. Um diese Themen zu verstehen, Riba, Riba al-Fadl, Riba al-Nasiyah und so weiter, braucht es einen wichtigen Hadith, den man kennen muss, um diese Aussagen zu verstehen. Und dieser Hadith verdeutlicht es sehr gut. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte: "Al-Dhahabu bil-Dhahabi." Gold für Gold zählt mit. "Al-Dhahab bil-Dhahab." Gold für Gold. "Wal-Fidda bil-Fidda." Und Silber für Silber. "Wal-Burr bil-Burr." Und Gerste, nein, nicht Gerste, oder Dinkel oder Roggen ist eine Art von Getreide. Ich weiß nicht genau, welches es ist. Al-Burr bil-Burr. Wa-Sha'iru bil-Sha'ir. Und Gerste mit Gerste für Gerste. Wa-Tamr bil-Tamri. Und Dattel für Dattel. Und Milch bil-Milch. Und Salz für Salz. Wie viele Arten haben wir jetzt? 6. Merkt die 6. Er sagte, was ist mit denen? Er sagte, mithlan bi mith, sawa'an bi sawa. Was heißt das? Gleiches für Gleiches, dasselbe für dasselbe. Jeden bi yed, von Hand zu Hand. Er sagte, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ, wenn diese Arten unterschiedlich sind oder sein sollten, فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, dann verkauft, wie ihr wollt, إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدْ, wenn es Hand von Hand zu Hand ist. Das ist dieser Hadith. طيب, was sagte der Autor hier? Riba al-Fadl ist was? Das Verkaufen für etwas, was in einem Hohlmaß oder mit einem Hohlmaß gemessen wird. Was ist ein Hohlmaß? Beispielsweise ein Gefäß, das nennt man ein Gefäß, das innen dran hohl ist. Wie zum Beispiel ein Litermaß. Das ist ein Hohlmaß. Und die Araber benutzten solche Hohlmaße früher beim Handel. Beispielsweise ein Mudd oder ein Sa'. Das hört man öfters in den Hadithen. Ein Mudd ist was? Sie sagen als Definition, das ist zwei Handflächen voll. Das ist ein Mudd. Aber das Hohlmaß an sich ist ein Gefäß, das etwa 7 Deziliter umfasst. Das ist ein Mudd. Taib, ein Sa' sind 4 von diesen Mudd. Das ist dann ein größeres Hohlmaß, größeres Gefäß. Taib, der Scheich sagt hier, bei Riba al-Fadl, es bedeutet, etwas zu verkaufen, was mit so einem Hohlmaß bemessen wird. Beispielsweise Reis oder sowas. Aber wir haben im Hadith was erwähnt? Getreide. Taib. Gerste beispielsweise. Er sagte, das Verkaufen von etwas, was in einem Hohlmaß gemessen wird, für etwas, was in einem Hohlmaß gemessen wird. Von der gleichen Gattung. Aber was? Nicht gleich. Unterschiedlich. Beispielsweise Dattel. Man nimmt jetzt einen Saar Datteln und sagt, ich verkaufe dir für einen Saar Datteln einen halben Saar Datteln. Yani beispielsweise jemand hat was? Alte Datteln. Alte was? Trockene Datteln. Er möchte was? Frische, neue Datteln.
Er sagt, ich gebe dir einen ganzen Sa für einen ganzen Sa trockener Datteln, für einen halben Sa frischer Datteln. Das ist Riba. Das ist Riba al-Fadl. Das ist der Zins des Zusatz. Warum? Weil es gleich sein muss. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith? Gold für Gold, Silber für Silber, Roggen für Roggen, Gerste für Gerste, Datteln für Datteln, Salz für Salz. Was sagte er? Gleiches für Gleiches, dasselbe für dasselbe, von Hand zu Hand. Es muss genau gleich sein. Es darf nicht mehr oder weniger sein. Der jetzt diesen Saar vom trockenen Datteln hat, der jetzt aber was? Keine Lust mehr hat auf trockene Datteln. Er hat jetzt schon monatelang trockene Datteln gegessen. Er möchte endlich frische. Dann was soll er machen? Er soll diesen Saar verkaufen, um mit dem Geld diesen halben Saar von frischen Datteln kaufen. Aber einen Saar für einen halben Saar ist nicht erlaubt. Es ist Zins. Zins des Zusatzes. Riba al-Fadl. Und dies mit all diesen Arten, die im Hadith vorgekommen sind. Nur mit diesen? Nein. Wie viel sind es? 6. Welche? Welches Getreide? Es wurden 2 Arten erwähnt. Burr und Sha'ir. Wir sagen, Burr ist Roggen. Ich bin nicht ganz sicher. Ist entweder Roggen oder Dinkel, aber ich bin nicht ganz sicher. Also was? Roggen? Gerste, richtig? Was haben wir jetzt gerade für ein Beispiel gemacht? Datteln? Salz? Gold und Silber. Das sind diese 6. Sind es nur diese 6? Nein. Die Ulama haben den Analogieschluss gemacht auf diese 6. Wie? Indem sie den gemeinsamen Nenner nahmen und somit sagten, alles, was den gemeinsamen Grund oder Ursache haben, was sie vereint, den gemeinsamen Nenner, haben sie dem hinzugefügt. Was ist der gemeinsame Nenner von Gold und Silber? Der Wert. Dass es Wert hat, um damit was zu bezahlen. Und deshalb sagten sie was? Was wird Gold und Silber hinzugefügt? Papiergeld, wie wir es heute haben. Bezahlst du heute mit Gold und Silber? Nein. Aber mit was? Mit Papier. Hat Papier Wert? Dieses Papier hat Wert. Und damit gibt es auf Papiergeld Zinsen. Und Säcke. Was ist der gemeinsame Nenner bei Roggen, Gerste, Datteln und Salz? Nahrung, die man aufbewahren kann. Die entweder gewogen wird oder mit dem Hohlmaß gemessen wird. Das sind diese was? Gemeinsamen Nenner. Und diesbezüglich, was genau die gemeinsamen Nenner sind bei diesen 6, gibt es verschiedene Meinungen. Wie dem auch sei. Das bedeutet also was? Wenn wir Datteln mit Datteln kaufen wollen, muss es was sein? Gleich viel. Gold mit Gold, gleich viel. Silber mit Silber, gleich viel. Es darf nicht unterschiedlich sein. Salz mit Salz muss gleich viel sein. Das heißt was? Es muss, wenn die Gattung gleich ist, beziehungsweise die Art gleich ist, muss es gleich viel sein. Was ist ebenfalls noch Bedingung? Im Hadith wurde noch etwas erwähnt. Von Hand zu Hand. Was bedeutet von Hand zu Hand? Man darf sich nicht trennen, außer nachdem der Kauf abgeschlossen ist. Beides wurde übergeben. Man kann nicht sagen, ich möchte ein Kilo Datteln für ein Kilo Datteln.
Da hast du schon mal das Kilo. Ich muss noch schnell was draußen holen. Nein. Gibst du, nimmst du. Wenn du Geld wechselst, Euro mit Euro, gibt es das oder nicht? Euro mit Euro. Gold mit Gold. Silber mit Silber. Euro mit Euro. Kannst du nicht sagen, dann hast du zwei Fünfer? Ja, ich gebe dir einen Zehner. Halt mal schnell, ich muss schnell was im Auto holen. Nein, ist nicht erlaubt. Muss von Hand zu Hand, muss direkt ausgehändigt werden. طيب, deshalb sagte der Scheich danach, ويشترط في هذا النوع في حله ما شرط الشارع وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي مكيلا كان أو مزونا والقبض للعوضين قبل التفرق. Er sagte, das bedeutet, und als Bedingung gilt für diese Art, يعني des Zins, dass es erlaubt sein muss mit der Bedingung, die der Gesetzgeber als Bedingung gesetzt hat. Was ist die Bedingung? Es muss, diese Produkte müssen gleich sein. Gleich viel. Sie müssen was? Gleich viel sein, gemäß dem Kriterium der Scharia. Was ist das Kriterium? Dass es entweder mit einem Hohlmaß gemessen wird, oder gewogen. Es muss die gleiche Gewichtsanzahl betragen oder das gleiche Hohlmaß betragen. Kilo, Kilo. Sa, Sa. Muss. Wenn es was? Die gleiche Gattung ist. Ein Kilo Gold für ein Kilo Gold. Ein Saar Salz, ein Saar Salz. Und er sagt, was ebenfalls die Bedingung ist, damit es erlaubt ist, dass die beiden Gegenleistungen, yani das, was für das andere gegeben wird, dass dies entgegengenommen wird, bevor die Parteien auseinandergehen. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam was sagte? Von Hand zu Hand. Das heißt direkt. Ich kann nicht sagen, ich gebe dir jetzt schon mal diese Datteln. In einem Monat oder in einer Woche gebe ich die dann die anderen. Nein, man kann bei diesen Sachen nicht auf Schuld kaufen. Man kann nicht, es muss direkt bezahlt werden. Verstanden? Taib. Das war welcher Riba? Zusatz. Al-Fadl. Riba, Al-Fadl. Taib, was ist dann An-Nasi'a? Vergessen. Was haben wir gesagt, das Riba an-Nasi'a? Verzögerung. Richtig. Verzögerung oder verspätet. Daher sagte, wa Riba an-Nasi'a wa huwa bay'u al-makili bil-makili ila ajalin aw ghayri maqbud walau min ghayri jinsihi. وبيع الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبض. Riba an-Nasi'a ist jetzt was? Er sagte, es ist das Verkaufen von etwas, was mit dem Hohlmaß gemessen wird, für etwas, was ihm mit dem Hohlmaß gemessen wird, auf eine Frist. Oder ohne dass es entgegengenommen wird. Auch wenn es nicht die gleiche Gattung oder die gleiche Art sein sollte. Oder etwas zu verkaufen, was gewogen wird, für etwas, was gewogen wird, mit einer Frist, auf eine Frist, oder dass es nicht direkt ausgehändigt wird und entgegengenommen wird. Das ist Riba an-Nasi'a. Warum? Er sagte,
noch etwas Wichtiges. Er sagte, auch wenn es nicht von der gleichen Art sein sollte, beziehungsweise von der gleichen Gattung sein sollte. Warum? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte doch was? Wenn sich aber diese Arten oder diese Gattungen unterscheiden, dann verkauft, wie ihr wollt. Bedeutet was? Auch wenn es mehr oder weniger sein soll. Yani auch wenn es unterschiedlich jetzt sein sollte. Es muss nicht Gleiches mit Gleich sein. Aber er sagte, wenn es von Hand zu Hand ist. Das heißt, beispielsweise, wenn ich jetzt Datteln mit Gerste kaufe. Ich habe Gerste, ich möchte aber Datteln. Muss es dann gleich viel sein? Ha? Nein, es muss nicht gleich viel sein. Kein Problem. 1 Kilo Gerste für 2 Kilo Datteln. Kein Problem. Warum? Weil es nicht das Gleiche ist. Aber es muss von Hand zu Hand sein. Es muss direkt sein. Wenn es nicht direkt ist, ist es Riba an-Nasi'a. Und das ist was? Der Zins der Verspätung. Von Hand zu Hand. Bedeutet, man geht nicht auseinander, außer man hat das bekommen, was man gekauft hat. Und entgegengenommen. Wenn man es nicht tut, dann ist es was? Riba an-Nasi'a. Der Zins der Verspätung. Das ist online ab, zum Beispiel mit PayPal. Mhm. Und dieses Heft kommt dir aber in 2 Wochen an. Ja. Wäre das erlaubt? Frage. Ist ein Heft etwas, was hier im Hadith erwähnt wurde oder den gleichen Nenner hat? Nein, ist ganz was anderes. Das ist kein Problem. Beispielsweise, was oft geschieht, wenn man online Schmuck kauft. Online Schmuck zu kaufen. Schmuck ist was? Gold oder Silber. Bei Gold oder Silber haben wir gesagt, ist mit dem Geld, was wir haben, bezüglich der Gattung gleichzusetzen. Richtig? Gold, Gold. Silber, Silber, Währung, Währung. Taib. Wenn ich jetzt, bevor wir zum Schmuckkauf kommen, beim gleichen Thema, wenn ich Silber mit Gold kaufen möchte, darf es unterschiedlich sein? Ja. Aber Hand zu Hand. Also ich darf mehr Silber für weniger Gold bezahlen. Kein Problem. Aber Hand in Hand. Taib, darf ich mit Euro Gold kaufen, auch wenn es nicht gleich viel ist? Denn ich sage mir was, 1 Kilo Gold. Jetzt nehmen wir 1 Kilo Euro. Muss es gleich sein? Nein, es muss nicht gleich sein. Ist ja nicht das Gleiche. Kein Problem. Aber was muss sein? Von Hand zu Hand. Ich bestelle jetzt im Internet Goldschmuck. Ist das von Hand zu Hand? Ist nicht erlaubt. Ist Riba. Welche Art? Riba der Verspätung. Riba an-Nasi'a. Warum? Du überweist es zwar, beispielsweise direkt. Geht zwar eigentlich auch ein bisschen länger, aber auch wenn es direkt bei ihm ankommt. Es kommt aber erst später mit der Post. Es muss aber von Hand zu Hand sein. Taib. Na. Dann ist beides. Dann hast du 2 Schulden. Das ist wie wenn du ihm sagst, gekauft? Ja, gekauft. Da schick es mir. Da wann bezahlst du?
Taib, Frage. Jemand kauft also Gold mit Gold. Ungleich auf eine Frist. Was ist das Urteil? Und? Richtig. Gold mit Gold. Ungleich. Auf Frist. Ist beides verboten. Beides Riba. Beide Arten vom Riba sind was? Hier. Taib. Jemand kauft Gold mit Gold. Gleich viel? Auf Frist. Ist was? Riba Nasi'a. Aber nicht Riba al-Fadl, weil es gleich viel ist. Jemand kauft Gold mit Gold, nicht gleich viel, aber sofort. Riba al-Fadl, aber nicht Riba al-Nasi'a. Taib. Jemand kauft Gold mit Silber. Wie muss es sein, damit es erlaubt ist? Richtig, es kann ungleich sein, aber es muss Hand zu Hand sein. Taib. Jemand kauft mit Gold Datteln. Also, was muss man sagen? Hand zu Hand. Hand zu Hand, warum? Nicht das Gleiche. Gut, aber es darf unterschiedlich sein. Aber muss Hand zu Hand. Warum? Wegen dem Hadith. Ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn diese Arten unterschiedlich sind, dann verkauft, wie ihr wollt. Aber Hand zu Hand. Von Hand zu Hand. Hier gibt es, bei diesem Punkt genau, gibt es aber was? Eine Ausnahme. Und deshalb sagte der Sheikh, rahimahullah, وَيُسْتَثْنَا مِنْ ذَلِكَ السَّلَمْ. Aus dem wird eine Ausnahme gemacht. Und zwar As-Salam. Wer erinnert sich noch an As-Salam? Wir haben erwähnt, dass der Autor, rahimahullah, diese Art des Handels erwähnt hat in den erlaubten Arten des Handels. Bay'u Salam. Und wir haben gesagt, es wird auch Bay'u Salaf genannt. Was ist das? Das ist, dass man den Preis sofort zahlt, aber die Ware auf Frist bzw. auf Schuld bekommt, yani erst später. Das ist erlaubt. Was haben wir als Beispiel erwähnt? Der Schreiner. Der Schreiner sagt was? Du möchtest gern, dass ich dir ein Schlafzimmer schreine. Das kostet 1000 Euro. Gib sie mir. Ich gebe dir dein Schlafzimmer in 2 Monaten. Kein Problem, ist erlaubt. Der Autor sagt, dass Bay'u Salam in diese Sache erlaubt ist. Warum? Weil in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam pflegten sie diese Art des Handels mit Datteln zu machen. Wie? Dass sie ihm vorauszahlten und in 1 oder 2 Jahren die Ware bekamen. Und das nennt man Bay'u Salam. Und das wurde erlaubt. Aber was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich? Er sagte: Man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Er sagte, derjenige, der diese Art des Handels macht, yani Bay'u Salaf, dann soll er dies mit einem bekannten Kail machen, yani eine bekannte Maßeinheit machen, dass sie bekannt ist, wie viel gegeben wird, oder ein bekanntes Gewicht zu einer bekannten Frist.
Und deshalb sagt der Scheich, das ist eine Ausnahme. Bedeutet also was, wenn ich mit Gold Datteln kaufen will, auch wenn das später mir gegeben wird und auch wenn es nicht gleich ist, weil es sowieso nicht gleich sein muss, ist kein Problem. Und deshalb erklärten die Gelehrten diese 6 Arten des Riba, die hier erwähnt werden, folgendermaßen. Meine ich, heute ist ein bisschen viel Information. 6 Arten wurden erwähnt, richtig? Diese werden in 2 Gattungen unterteilt. Gold und Silber sind eine Gattung. Und Gerste, Roggen, Datteln und Salz sind eine Gattung. Jede Gattung hat verschiedene Arten, die erwähnt wurden. Die erste Gattung, bei der ersten Gattung wurden 2 Arten erwähnt. Und das ist was? Gold und Silber. Was ist der gemeinsame Nenner von Gold und Silber, haben wir was gesagt? Der was? Der Wert. Das ist etwas, was Wert hat und damit was, dass man damit bezahlen kann. Die zweite Gattung hat 4 Arten, die erwähnt wurden. Und das ist was? Roggen, Gerste, Datteln, Salz. Was ist der gemeinsame Nenner? Die Nahrung, die aufbewahrt wird und die was? Gewogen oder mit dem Hohlmaß gemessen wird. Das ist der gemeinsame Nenner. Taib. Innerhalb der Gattung, wenn die Art gleich ist, wie Gold mit Gold, muss es was sein? Gleich und Hand in Hand. Silber und Silber, gleich, Hand in Hand. Datteln mit Datteln, gleich, Hand in Hand. Gerste mit Gerste, gleich, Hand in Hand. Roggen mit Roggen, gleich, Hand in Hand. Salz mit Salz, gleich, Hand in Hand. Wenn die Art innerhalb der Gattung sich unterscheidet, Gold mit Silber, muss was sein? Hand zu Hand, aber muss nicht gleich sein. Gerste für Roggen. Muss was sein? Hand, von Hand zu Hand, aber nicht gleich. Datteln für Gerste. Richtig. Salz für Datteln. Ungleich, aber Hand in Hand. Wenn sich aber die Gattung unterscheidet, Gold für Datteln, muss es weder Hand in Hand sein, noch gleich viel. Das heißt, du kannst mit Gold Salz kaufen. Muss weder gleich viel sein, noch muss es Hand in Hand sein. Und wenn es außerhalb dieser Gattungen ist, dann sowieso. Kein Problem. Gold für ein Heft. Gold für ein Auto. Silber für ein Handy. Euro für ein Laptop. Kein Problem. Muss nicht gleich sein und muss auch nicht Hand in Hand sein. Ist es die gleiche Gattung? Gleiche Gattung, richtig. Ist es die gleiche Art? Nein, die Gattung ist gleich, weil es beides Währung ist. Wert. Aber nicht die gleiche Art. Es ist was? Nur Hand zu Hand. Da muss nicht gleich viel sein. Deshalb kannst du nicht Geld wechseln gehen und sagen, da nimm schon mal, ich muss schnell aufs Klo. Nein, ist nicht erlaubt. Da hast du meine Euro, gib mir meine Lira.
Genau. Taib. Ich denke, es reicht für heute, oder? Inshallah machen wir das nächste Mal weiter. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.